So, Aufnahme ist gestartet. Moinsen. Unser Kessel, der wird, glaube ich, wieder geöffnet hier. In der Mitte, da. Wo ist das? Das ist Österreich, glaube ich, noch. Das kann sein. Warte mal, hier ist Zürich. Ne, Quatsch, hier ist. Ne, das ist Prag. Ist voll schwer zu sehen immer, finde ich. Weil es hier auch keine Umrandung gibt, wo halt welches Land ist. Das muss man halt erahnen. Ich finde, Deutschland kannst du recht gut erkennen, also die Landesgrenzen hier. Ja. Hier ist der Bodensee, dann hier. Ja. Ey, wie die Russen. Ey, das traf ich nicht. Ach, hier ist. Nee, das ist. Doch, das ist Zürich. Hier ist Zürich. Jedenfalls, ich hoffe, wir öffnen den Kessel wieder. Ja, ich hoffe, dass. Ja, doch, Russen? Das muss wieder Österreich Russen. Sein. Das muss Österreich einfach sein, weil hier beginnt ja schon Jugoslawien dann. Beziehungsweise Slowenien. Hier. Das Stück hier gehört zu Kroatien. Also, bei mir sehen das die Leute gerade. Sehr gut. Born im Kessel. Im Kessel. Im Kessel, Digga. Jedenfalls, ja, wir kämpfen. Achso. Ja, wir kämpfen gerade im Kessel, ne? Also, jetzt bin ich doch im LKW gespawnt. Ach komm. Egal, spawn ich bei dir. Achso, ich trinke nochmal ein. Ich bin nicht in meinem LKW gespawnt. Ja. Ich bin in einem LKW von einem Typen aus Versehen gespawnt. Ja, dann spawn ich doch mit meinem, wa? Ja, genau. Ich hoffe ein bisschen, dass die Amis von der anderen Seite da helfen können. Ja, ich fahre hier schon, durch die Weltgeschichte, das ist ganz interessant. Grieskirchen, Leonding, Untergriesbach, das ist Österreich, das hörst du an den Namen schon. Ja. Untergriesbach. So, LKW ist am Start. Quatsch. Ich bin gerade bei 01. Hier stehen zwei Panzer. Ich glaube, ich bin sofort tot. Deswegen, ich hau wieder ab. Mein LKW, wurde gerade getroffen. Ich rauche hart. Ich muss irgendwie gucken, dass ich wegkomme. Also bei 01 sieht es gerade noch ganz gut aus, ne? Ja. Wohl gemerkt, noch. Aber das kann sich ja sowas von schnell ändern. Bin halt noch nicht warm gespielt. Das dauert heute sehr, sehr lange. Aber es liegt doch mit daran, dass ich heute. Das kann ich ja mal so sagen. Ja, die haben meinen LKW zerlegt. Ja, ich habe heute deutlich weniger Zucker zu mir genommen als sonst. Und seitdem spiele ich so enorm schlecht. Zucker, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass man durch Zucker ja mehr Konzentration kriegt, ne? Ich weiß es nicht, das kann durchaus sein, ja. Ich trinke also seit Jahren mal wieder Tee. Ich will damit in nächster Zeit wieder mehr anfangen. So. Wie lange ist das denn eigentlich schon bei dir her, Tee trinken? Seit letztes Jahr. Ja, also seit ich krank war, da habe ich enorm viel Brennnesseltee getrunken. Der hat gut getan. Ja, ich spawn im LKW. Für den Gaumen. Also halt bei mir ist das bestimmt schon, also ich bin ja relativ wenig krank. Ja, bestimmt schon 3 Jahre her. Hier steht ein Panzer, ne? Zwei Panzer, die sind jetzt hier runter nach 03 gekommen. Ja, na gut, dann müssen wir sie wegmachen. Ich habe hinten Bazooka dran kleben. Ja, ich habe schon einen Panzer weggemacht, aber das bringt nichts. Der zielt hier rein. Wo bist du denn? 02? 03. Hier stehen die beiden Panzer. Du müsstest die jetzt sehen. Du bist ja, gerade direkt daneben sogar. Ja, ich muss mein LKW erstmal in Sicherheit bringen, wenn ich hier mit der Bazooka gleich angelaufen komme. Kann das ziemlich böse werden sonst. Ich hole mir jetzt eine Panzerfaust. Jetzt reicht's. So, Panzerfaust ja. 60. Wo ist der jetzt hin? Der Punkt wird eingenommen. Das ist jetzt aber ganz schlecht. Weil dann weiß ich, hier sind Feinde. Wo ist der hin? Wo ist der hin denn, Alter? Da! Okay, der ist ganz weit weg. Ich habe den auch nicht mehr getroffen, deswegen. Hast du ihn getroffen? Ja, nee, ne? Nicht mehr getroffen. Okay. Leider, weil der zu weit weg ist. Deswegen ja, der hilft gerade mit jetzt. 03 einzunehmen. Oh, der Panzer ist tot, oder?
Das kann sein, das weiß ich nicht. Nein, ist er nicht. Ach man, unser Bot wieder. Jetzt lassen wir 03 ganz schnell wieder aus den Augen. Zack. Unterstützung beim Kill, geil. Oh, darf es nicht enden? Nein! Werf doch die Granate, Junge! Los, jetzt rein da! Wurde der gemacht? Ja, der wird gemacht. Sehr schön. Da brennt einer, der hat Flammenwerfer. Das ist aber gar nicht gut. Was ist jetzt aber... Oh, bin tot. Alter. Ich bin alleine im Punkt und hier sind immer noch zwei Gegner. So, verstanden. Ich komme hingelaufen. Alter, bis ich da bin, ist ja übermorgen. Ich bin ja ganz unten. Ich lieg hier auch jetzt gerade hinterm Munitionskasten. Okay, ich hab ja, den gesprengt. Du musst das Beste jetzt draus machen. 2 gegen 3. Nee, 1 gegen 3 jetzt. Die haben mich gekillt. Headshot. In den Kopf. Der auch. Nee, der nicht. Okay, aber er ist so gestorben. Das reicht. Ein Feind weniger. Noch einer weniger. Au! Ach komm. Die Granate hat er nicht mehr geworfen. Ich kann das irgendwie voll schlecht einschätzen, wie viel Schuss der Gegner noch hat in diesen Einschusswaffen. Normalerweise heißt es doch 5 Schuss in einer in so einer Halbautomatikwaffe, oder nicht? Aber die SVT-40 von den Russen, die hat irgendwie mehr als nur 5. Zumindest hat das Repetiergewehr... Au! Ja, das stimmt. Repetiergewehr und das Gewehr 43, nur 5 Schuss. Ja. Vorne mal bei dir oben. Das ist nicht mein LKW da oben. Nee, nee, bei dir generell oben. Du bist ja da am Rumlaufen. Ja. Alter, wo? Hier wird überall... Egal. So. Wir haben es erobert. Sehr schön. Ja, yeah, ja. Direkt wird das nächste abgehisst. Das ist lächerlich. Alter, wie der von uns Wein auf die Schnauze bekommen hat. Ja, aber da kommen jetzt übelst viele Russen. Ja. Freddy, die Russen kommen! Eckart! Die Russen sind da! Nicht darum! Was? Okay. Ich habe meine Granate dahin geschmissen, deswegen. Vielleicht ist genau ich hab den das, LKW gefunden. Das Problem. Was ich gerne als Hobby mache in Heroes in Generals. Ich suche gerne nach LKWs im Wald, weil das, da findest du, da wirst du fast immer fündig. Das ist ein super Hobby. War dieses Mal? Als ob die hier alle nur mit Standardautos angefahren kommen. Ist doch ein Witz, das kann nicht sein. Ah, shit. Jetzt kam der Schuss von links. Ja. Oh, scheiße Panzer, jetzt aber ganz schnell verstecken. Fahr vorbei, Kollege. Fahr vorbei. Oh, jetzt kommt nach O1 ein Panzer. Alles klar. Und dahinter ein Russe mit einem Fahrrad? Okay. Ja. Alter, nee, ich schaffe es nicht bis zum LKW zu kommen. Jo, ich würde sagen, so, das Ding ist dann mal gelaufen. Ja. Bei den Russen geht es einfach nur so viele Kills wie möglich machen, weil das kriegst du eh nicht gebacken. 16 zu 8.
Und bei dir 16 zu 5. Ja. Super, ne? Ja. Scheiße. Freddy, bist du gerade bei 0-1? Ich bin neben dir. Scheiße. Es wird 0-1 abgehisst. Hey, egal, Krieg ist jetzt eh vorbei. Tja. Grieskirchen oder keine Ahnung, welcher Ort das da ist. Nachbardorf von Grieskirchen ist jetzt an die Russen gefallen. Scheiß Dreck. Sowjetunion hat gewonnen. Der Krieg dauerte 29 Tage. Wir haben verloren, Frederik. Der Krieg hat. Wir und Amiland haben den Krieg verloren, Frederik. Es war klar. Ja. Guck mal, guck mal die Gesamtkosten. Alter, wie viel haben wir denn noch hingeblättert? Zum nächsten Krieg natürlich weiterziehen, ist klar, ne? Ja, warte erstmal, ich will das. Das ist ja jetzt gerade auch auf Aufnahme mal. Aber da siehst du mal, wie verschleudert wir mit den Panzern zum Beispiel auch umgegangen sind. Flugzeuge verloren. Gefechtssieg. Ja, wir haben halt 1.697.113 Männer verloren im Krieg. Ja, das ist halt zu wild, ne, was wir da veranstalten. Wir haben auch noch die meisten Gefechtssiege. Wir haben am meisten gewonnen, trotzdem haben wir die meisten Kosten und alles. Logisch, weil wir haben halt einfach alles reingeschmissen, was wir konnten, damit wir noch irgendwie gegen die Russen drehen können, aber... Leute, um den nächsten Krieg zu übergehen, musst du dich neu einloggen. Ja, geil. Ja, jetzt bin ich wieder drin. Jetzt geht's ab. Jeder hat zwei Städte. Ja, logischerweise. Hä? Ach so, ja, klar. Und Russland hat natürlich mehr Schlachtfelder, ist ja auch logisch. Alles ist neutral. Warte mal, ich wähle wieder Deutschland aus, logischerweise. Moskau und Leningrad gehört uns zu Beginn. Ist auch eigentlich doof, weißt du, als Deutschland sollen sie uns Berlin geben und hier hätten sie uns noch Holland oder was das hier ist geben können. Rotterdam. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen jetzt auch mehr Amis so in den Folgen auch, ne? Oder Dänemark, Kopenhagen. Ja, stimmt. Jetzt sehen wir wieder deutlich mehr Amis. Weil jetzt haben die auch mehr Kräfte noch, ne? Vorher, weil das ja so wenig Amis waren, hatten die auch nicht mehr die Ressourcen wahrscheinlich. Ja. Das heißt, jetzt könnte sein, dass Amiland nochmal gut reinhaut. Aber wie läuft das denn jetzt mit den... Kämpfen wir jetzt gegen Partisanen oder wie sieht das aus? Weil guck mal, alles ist ja jetzt grau, also neutral. Wem gehört das dann? Kein. Also müssen wir doch gegen irgendwelche Leute kämpfen oder was? Nee. Stell dir jetzt quasi die Situation vor. Das gehört jetzt einfach noch gar keinem und wir wollen das haben und die anderen wollen das haben. So wird das einfach geregelt. Ja, aber es wird ja kein Aufeinandertreffen direkt geben. Ja, doch. Wenn beide das haben wollen, natürlich. Ja, gut, ich sehe jetzt gerade nicht, wie das Kräfteverhältnis hier in den Farben aussieht, ne? Aber egal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. So habt ihr dann auch mal, ja, den Endsieg, beziehungsweise dann die totale Niederlage gesehen. Super. Ja, so eine Scheiße, ey. Oh, das ist doch ärgerlich. Jetzt haben wir verloren. Ja. Naja, egal. Aber... Nächsten Krieg gewinnen wir. Ey, wir müssen die Russen unbedingt aufhalten. Das geht so nicht. Amerika kann auch ruhig mal wieder stärker mithelfen, aber machen die auch nicht. Ja gut, die konnten jetzt nicht, ne? Ja. Ja, weil die so wenige waren, die hatten halt keine Ressourcen mehr. Ja. Und wir... Wir kennen das doch selber. Wir hatten ja auch später ein bisschen Probleme mit den Ressourcen. Wenn du dir auch vor allem die Kosten ansiehst, so, dann wundert mich das auch nicht. Ja, selbst wir konnten dann gegen den Russen nichts mehr ausrichten. Es ärgert mich einfach. Es ärgert mich so dermaßen, weißt du? Jetzt möchte ich am liebsten einen General haben und einfach... alles reinwerfen. Direkt. Ja, leider haben sie es fast unmöglich gemacht, General zu spielen. Ja. Für einen normalen Spieler ist es fast unmöglich, würde ich schon sagen.
Ja. Wir gucken mal, wie das nächste Match läuft. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, lasst ein Däumchen nach oben da, damit wir wieder mehr Hoffnung für den nächsten Krieg bekommen. Und natürlich auch ein Abo. Aktiviert die Glocke, wenn noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heroes and Generals. Ciao, ciao. Ciao.